Ja, wie schon gehört, wir feiern den Kantate-Sonntag. Wenn ich an Kantate denke, zurückdenke als Jugendlicher, da war das immer ein ganz besonderer Tag, weil dann wurde in meiner Heimatgemeinde Großmusik aufgefahren. Und zuvor wurde geprobt und geübt und gemacht und getan, und das war immer ein wirkliches Highlight mit dem damaligen Chor, mit allen möglichen Musikinstrumenten, und das Ganze stand unter dem Lob Gottes. Aber heute ist es nicht anders. Auch wenn wir heute keinen großen Chor haben, so höre ich doch hier engelsgleiche Stimmen. Wir loben Gott, indem wir singen. Wir loben ihn, indem wir auch auf sein Wort hören, und damit geben wir ihm ja auch die Ehre. Es wurde in der Einleitung schon gesagt, dass wir mit dem Kantate-Sonntag im Grunde am Anfang der Woche stehen, nämlich das ist der Tag des Herrn, und das ist ja in der christlichen Tradition eben der Auferstehungssonntag. Oder anders, jeder Sonntag erinnert uns an die Auferstehung Jesu von den Toten, so wie das die Lieder, die wir sangen, auch ausgedrückt haben, das ist unser letztes Ziel. Und so halte ich an diesem Sonntag eben auch eine Predigt über die Hoffnung, das ist das Thema, mit Ansage erfüllte Hoffnung. Mit Ansage deswegen, weil uns das Jesus an und zugesagt hat, dass er die Hoffnung ist für uns und unser Leben hier und jetzt und später auch, nachdem wir dann mal nicht mehr sind. Ich lese dazu aus Johannes 21 die Verse 1 bis 14. Ich lese nach der Basisbibel. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah so. Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wird, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus sowie zwei weitere Jünger waren dort am See beieinander. Simon Petrus sagte zu den anderen: Ich gehe fischen. Sie antworteten ihm: Wir kommen mit. So gingen sie zum See und stiegen ins Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Tag geworden war, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Und Jesus fragte sie: Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Da sagte er zu ihnen: Werft das Netz an der rechten Bootseite aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht wieder einholen, so voll war es mit Fischen. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, sagte zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, warf er sich seinen Mantel über und band ihn hoch. Er trug nämlich nur ein Hemd. Dann sprang er ins Wasser. Die anderen Jünger folgten im Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie waren nicht mehr weit vom Ufer entfernt, nur etwa 200 Ellen. Und als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Holzkohlenfeuer brennen. Darauf brieten Fische und Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen: Bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Ufer und zog das Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen, genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Da sagte Jesus zu ihnen: Kommt, es gibt Frühstück. Keiner der Jünger wagte es, ihn zu fragen: Wer bist du? Sie wussten doch, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Und genauso machte er es mit dem Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, nachdem er vom Tod auferstanden war. Für mich sind die Auferstehungsgeschichten, von denen uns die vier Evangelien berichten, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, für mich sind diese Auferstehungsberichte etwas ganz Besonderes, und zwar nicht nur an dem Kantate-Sonntag.
Denn ich meine, dass die Berichte der Auferstehung Jesu und das, was wir von den Jüngern dazu hörten, uns in unserem Leben so enorm abholt. Ich finde, sie sprechen genau hinein in unser Leben, so wie es wirklich ist. Und was ich in dieser Geschichte hier, in dieser Erzählung, in diesem Bericht wahrnehme, als erstes ist Ratlosigkeit. Ratlosigkeit macht sich breit. Über diesem Text liegt eine gedrückte Stimmung. Was sollen wir jetzt anfangen? Das ist die Frage, die unter den Jüngern steht. Was sollen wir jetzt anfangen? Lohnt es sich überhaupt noch, irgendetwas anzufangen? Wie sollen wir weitermachen? Wie soll es denn jetzt weitergehen? Und ich meine, und da fühle ich mich von dieser Geschichte abgeholt, das sind Fragen, die wir auch in unseren Gemeinden stellen. Wir leben in sehr unruhigen, wüsten, verunordneten Zeiten. Und so ist die Frage, wie sollen wir denn weitermachen? Wie geht es denn jetzt weiter? Ja, wir glauben an die Auferstehung, wir feiern den Kantatesonntag. Aber lohnt es noch, irgendetwas anzufangen? Und Petrus sagt in diese Frage, diese unausgesprochene Frage und Stimmung der Jünger hinein, ich gehe fischen. Ich gehe also zu dem zurück, was ich schon immer gemacht habe. Ich bin Fischer, das weiß ich, wie das geht, da gehe ich hin zurück. Und wir kommen mit, sagen seine Jünger, die Jünger Jesu. Es ist wie am Anfang, als sie Jesus von ihren Fischerbooten weg in seine Nachfolge rief. Und das Besondere in dieser Anfangsgeschichte, wo Jesus seine 12 Jünger ruft, von den Fischernetzen weg, werden die gleichen Namen genannt, die hier auch genannt werden, nämlich Nathanael, dann Johannes, die Söhne des Zebedäus, der Simon Petrus. Und die gleichen sind jetzt auch wieder hier. Es ist wie am Anfang. Da, als Jesus sie von den Fischerbooten weg in seine Nachfolge rief. Nur eins ist jetzt auch noch anders. Sie fangen nichts. Hat sich also gar nichts geändert? Ist alles nur noch schlimmer geworden? War alles für die Katz? Ist ihr Glaube an Jesus ein großer Irrtum gewesen? Und all die Bemühungen, anständig zu leben, umsonst gewesen? Und tatsächlich, hier finde ich mich in der Geschichte wieder, da sind die Jünger Jesu aber keine Leute am Strand, die ihnen applaudieren. Und da denke ich an die Gemeinden, an unsere Gemeinde in Dortmund, an diese Gemeinde hier in Hagen vielleicht auch. Da sind keine Menschen, die uns applaudieren. Niemand, der sich da dankbar zeigt. Keiner, der uns Aufmerksamkeit schenkt wie den Jüngern. Keiner, der sie bewundert. Und keiner, der mit den Jüngern trauert. Niemand, der die Jünger Jesu super findet. Niemand, der von ihrem Leben beeindruckt wäre, weil sie mit Jesus waren, so wie wir es heute sind. Und sagten die Jünger, dass sich die letzten 3 Jahre mit Jesus gelohnt hätten? Eher sagen sie, das Leben muss weitergehen. Denn Glaube füllt keine leeren Mägen, schafft keinen überladenen Schreibtisch leer, zaubert kein Essen auf den Tisch. Und da bleibt den Jüngern nichts anderes übrig, als das eigene zu tun. Es kommt auf sie an. Und da hatten sie doch gedacht, Jesus nehme ihnen die Arbeit ab. Aber nach seiner Auferstehung sind sie gefordert wie zuvor. Vielleicht habt ihr und du auf die eine und andere Weise auch schon einmal gesagt, ich gehe wieder fischen. Ich kann mein Leben ja nicht begraben, es muss ja weitergehen. Was bleibt mir anders übrig? Und dann der Schock, die Netze bleiben leer. Es will einfach nicht werden, wie es früher war, als Jesus mit ihnen ging. Der Mangel bleibt, er ist spürbar, bald an jeder Ecke.
Ich kann nicht mehr, sagt der ein und andere. Ich kann nicht mehr. Und ich kann vor allem jetzt nicht auch noch für andere da sein. Netze auswerfen, Fische an Land ziehen, Glauben in der Gesellschaft leben, völlig utopisch. Ich komme ja mit meinem regulären Alltag kaum hin. Und Dienst an der Welt und an der Gesellschaft, das ist keine prickelnde Idee. Denn ich fühle mich so schon oft genug von anderen ausgenutzt. Und doch in dieser Geschichte, noch einmal werfen die Jünger die Netze aus und sie tun es ohne jeden rationalen Grund. Denn ob man nun die Netze rechts oder links vom Boot auswirft, was spielt denn das für eine Rolle? Und überhaupt, wo ist denn auf einem See links und rechts? Logisch ist das nicht. Doch sie tun, was ihnen der Fremde rät, und tatsächlich, der Fang ist überwältigend groß. Es ist der Herr, der da am Ufer steht und sie bei der harten Arbeit im Auge hat. Es ist der Herr, der da am Ufer deines Lebens steht und dich in deinem Leben im Auge hat. Geben wir nicht auf, fangen wir an. Da zeigt sich, die Jünger Jesu werden versorgt. Das Offenbarungswunder Jesu macht es deutlich. Wir müssen selbst versorgt sein und Halt haben, um helfen zu können. Und das weiß niemand besser als unser Herr. Wer seine Hand hilfreich ausstreckt und andere herausziehen will oder auch nur halten möchte, der muss selber gehalten sein. Sonst verlieren wir das Gleichgewicht. Als die Jünger an Land kommen, ist schon für sie gesorgt. Auf dem Feuer liegen bereits ihre Fische zum Verzehr bereit. Und da bringen sie auch das heran, was sie selbst gefangen haben. Und Jesus sagt, zeig mal. Und er ermuntert sie, was habt ihr denn gefangen? Bring mal herbei. Und Jesus sagt, bring einen Fisch, zwei Fische herbei. Er sagt aber dem Petrus nicht, nun zieh mal das volle Netz an Land. Zeig mal, was du hast. Das muss nicht viel sein, aber das, was du hast, das bringe herbei. So ermuntert Jesus die Jünger. Und was Jesus gibt und was wir fangen, kommt dabei beides aus derselben Hand. Was Jesus gibt und was wir geben, empfangen, weitergeben, beides kommt aus derselben Hand. Aus der Hand Gottes. Und dann essen sie miteinander, die Jünger mit ihrem Herrn. Die Jünger mit ihrem auferstandenen Herrn, und auffällig ist die Stille, die über dieser Szene liegt. Die Jünger sind nicht mehr stumm, geknickt vom Tod und der Kreuzigung ihres Herrn. Die Jünger sind nicht mehr stumm, aber sie sind still. Schweigend sitzen sie mit ihrem vom Tod auferstandenen Herrn um das Feuer. Keine Diskussion über das, was geschah. Und keine Nachfragen, wer der Herr ist, der sie einlädt, um mit ihnen zu sein. Und ihr lieben Gemeindemitglieder, das ist ja auch eine Form des Kantate. Wir wurden ja eben gefragt, wie gestalten wir denn den Sonntag? Und in dieser Szene liegt darüber Stille, Schweigen. Aber nicht allein, sondern ganz nah mit Christus verbunden. Am Feuer sitzen sie da und da müssen sie keine großen Diskussionen mehr führen. Da müssen sie nichts zerreden. Stille herrscht, nicht Tanz, Gewissheit. Nicht Euphorie, Ehrfurcht, kein Palaver.
Und so, auch wenn wir nicht die große Kirchenmusik haben an diesem Kantate-Sonntag, so können wir Gott feiern, diesen Tag der Auferstehung, doch genau so, nicht mit Tanz, sondern in Stille. Nicht euphorisch, begeistert und wild, sondern gewiss. Kein großes Palaver all unserer Gedanken, sondern Ehrfurcht vor dem Auferstandenen. Und ja, hier und jetzt, in dieser Situation passiert das Entscheidende, nämlich hier verstummen die bohrenden Fragen. Die Fragen, die auch uns ständig befassen und festhalten. Die Frage nach dem Sinn, die Frage nach dem, ob es lohnt und ob es nicht auch einfacher ging und warum die Menschen sind, wie sie sind und warum es Kriege in dieser Welt gibt und warum es immer Arme gibt und immer Notleidende, immer belastete Menschen und immer welche, die an den Rockzipfeln zerren. Diese Fragen, weshalb da einige sind, die immer geben und immer mehr geben, weil ihnen viel gegeben ist, und die anderen, die nichts haben und darum nur wenig geben können. In der Tischgemeinschaft ist dem Auferstandenen mit ihm verstummen all diese Fragen, all dieses Warum und Wieso und Weshalb und könnte es nicht anders sein. In der Tischgemeinschaft mit dem Auferstandenen verstummen diese Fragen, und zwar anders, als wir es erwarten möchten. Nämlich ohne viele Worte, ohne Erklärung, auch ohne Strategie und ohne mit guten Taten aufzufallen, ohne bewundert zu werden und bejubelt und beklatscht. Sie sitzen da am Feuer und ihr Herr teilt Brot und Fisch unter sie. Wie wird es weitergehen? Eine Frage, die wir uns stellen in unseren Gemeinden und ihr vermutlich hier auch. Wie wird es weitergehen? Wie erreichen wir die Welt, den Ortsteil? Wie sind wir Licht, das andere in uns sehen? Hier in der Gemeinschaft mit Christus, dem Auferstandenen, kommen diese Fragen zur Ruhe. Und auch die Unzufriedenheit über das, was ist, und das, was nicht ist. Und plötzlich fühlen sich die Jünger nicht mehr erschöpft und ausgenutzt, ausgebrannt und überfordert, gezwungen oder vom schlechten Gewissen geplagt. Jetzt fühlt es sich anders an, weil sie selbst Versorgte sind. Weil sie selbst Versorgte sind. Weil die Angst gestillt ist, zu kurz zu kommen. Weil da Glaube ist und das ist genug. Amen.